Hallo, mein kleiner Fickerse. Nova hier. Wir werden jetzt gleich hier eine kleine süße Aufnahme von Warcraft 3 machen. Und ich sag mal, hallo, meine kleinen Penisse. Ja, wir haben uns schon super vorbereitet. Wir haben gerade, wenn ich auf die Uhr gucke, 5 nach 5. Und da schreibt schon der erste Hi. Ich finde, wir sind gerade hier live auf einer LAN-Party. Alle Leute, die hier mitspielen, sitzen mir quasi gegenüber. Sagt mal Hallo bitte, laut! Hallo! Ja. Ich bin schizophren. Ich auch! Ja, wir sehen hier, ich bin Onkel Doffer und Team 12. Ich spiele zusammen gleich mit dem guten Luke Firewalker, der den Nachtelfen-Part übernehmen wird. Und mit dem Rahmenplay, den Untoten übernehmen wird. Und ich denke, in unserer Dreierkombination werden wir gleich einfach mal die Bude so dermaßen rocken, dass 10 Minuten nach Spawn einfach alle weg sind. Ich bin nicht der Pro in diesem Spiel, muss ich direkt mal sagen. Aber wir werden schauen. Ja, sicher! Ja, wie gesagt, Schon vorbei. Nein, wir werden es einfach wegficken. Gut, wir warten noch, bis die da drüben mit ihrem anderen Match fertig sind. Und wenn wir dann mit den Vorbereitungen soweit sind, melde ich mich, wenn wir starten. Bis gleich. Okay, meine lieben Freunde, es ist soweit. Wir sind nun alle hier versammelt. Einmal ein Ready-Check. Wieso schreibe ich eigentlich? Seid ihr alle bereit? Ja! Dann Maestro... Maestro, können Sie das Spiel bitte starten? Viermal Dank, Chef bezahlt. Gut, ich bin gespannt, was das wird. Meine Farbe ist übrigens Schwupoki geprüft, wie ihr da seht, wo ich gerade mit dem Finger drauf zeige, was ihr eh nicht seht. Von daher ist halt auch vollkommen Latte. Möchtest du dich setzen? Ich habe hier noch den Moritz neben mir gerade, der mir jetzt hier... Was ihr wollt? Ja, ich bin, Aber gern. Muss was getan werden? Wie ich schon mal sagte, nicht der Beste in dem Spiel. Und deswegen muss ich gerade erstmal hier den Sound etwas leiser machen. Sodele. Bam. Wollen wir mal ein paar Pionen hier fertig machen? Es ist gerade eine sehr angespannte, ja, richtig, Spannung liegt in der Luft, wenn man da vorne mal so zu den anderen Spacken hinschaut. Die tun einfach alle nichts. Bereit zur Arbeit. Bereit zur Arbeit. Gut, wollen wir schauen. Ich kann natürlich jetzt nicht offen reden, was ich hier mache und es so kommentieren. Weil sonst alle ja direkt mitbekommen würden, was ich hier... machen bin, weil die Ohren sind ja überall von den Leuten, ne? Ich habe hier gerade einen vor mir sitzen aus dem gegnerischen Team. Der ist bereit zur Arbeit. Ja, das kann ich. Muss was getan werden? So, die teile ich jetzt hier auf, damit die weiterhin mir schön Ressourcen an den Mann bringen. Bereit zur Arbeit. Ihn kann ich hier oben noch mit einspannen. Ich hoffe, es wird nicht so eine lange Runde werden, so anderthalb bis zwei Stunden, denn ich habe nur begrenzte Festplattenspeicher. Wenn nicht, werdet ihr halt nur die erste Hälfte sehen und ich werde euch nachher sagen, wie es rausgegangen ist. Was ihr wollt. Gut, er baut dann direkt noch ein Ziffern. Wer ist ein Nachmacher? Nein, gar nicht. Arbeit abgeschlossen. So, die Arbeit ist abgeschlossen. Hier seht ihr unseren kleinen Teamchat, in dem wir uns austauschen. Ja, diese Geräusche von den Orks sind einfach die Hammer. Durchaus, das hat was. Hat was, auf jeden Fall. Gut. Wie gesagt, das Erste, was ich hier machen muss, ist unbedingt auf Holz gehen. Weil wir sehen hier oben, dass ich Holz nicht wirklich viel habe. Hauen wir direkt mal ein paar von hier raus. So,
So, wir können ja mal hier hinschauen. Wen haben wir denn hier? Genau, hier ist der Ruven. Und hier drüben haben wir den Fabi Bumse. Da sehen wir, dass ich ja schon ein bisschen besser dran bin als er, ne? Da hab ich ja schon so ein bisschen mehr gebaut, ne? Ja. Ja. Ich hätte mir natürlich auch die Shortcuts merken können. Aber ich bin ja so ein bisschen beschränkt auch. Was ihr wolle. So, die hauen dann mal damit drauf. Ja. Und du kannst hier oben nochmal einen drauf kloppen und du auch. Muss was getan werden? Wobei, ne, du gehst hier rein. Ja. Bitte drauf. Bereit zur Arbeit. Was ihr wolle. Wieso macht der Spacken nichts? Muss was getan werden? Ist er bekloppt? Hat Drogen genommen? Egal. Konnte gerade leicht laggen, weil ich zwischendurch noch von der Festplatte gerade etwas verschiebe. Um eventuell noch 10, 20, 30 Minuten Spielzeit und Material für mich rauszuklutschen. Ja. Das wird, denke ich, eine ganz interessante Sache werden. Ich habe es tatsächlich heute zum ersten Mal gespielt. Also es ist gerade meine zweite Runde in meinem Leben, dass ich Warcraft spiele. Arbeit abgeschlossen. Arbeit abgeschlossen. So, was können wir denn jetzt mal Schönes hier? Wir haben ja jetzt hier so ein paar, du gehst nochmal hier mit drauf. Du gehst hier mit drauf. Und er kann mir jetzt mal anfangen, hier, Gesundheit. Der kann mir mal den hier bauen. Das kann ich. Wenn er nichts kann, aber das kann er. Ja. Du kannst mir dann jetzt mal hier kann ich gar nicht. Ne, kann ich gar nicht, egal. Gut, dann er baut das hier. Hier bauen wir uns nochmal zwei hiervon. Und weiß ich auch nicht so genau. Ja, das wächst schon mal sehr gut an hier. Für diese Ressource haben wir Fabi, denn er spielt ja den Nachtelfen. Und die haben ja eine, wie soll ich sagen, ein unendliches Vorkommen an Holz. So, ein Schlückchen getrunken. Ich glaube, langsam auf meinen Hals irgendwie. So brennen habe ich auch vor dem ganzen Energy-Zeug trinken. Gut, er ist fertig, dann bauen wir hier mal den Platz hin. Ja. Es laggt es gerade wieder ein bisschen. Dann bauen wir jetzt eine Kriegswerkstätte direkt daneben. Holz und was ihr wolle. Holz. Wobei, ne, du baust mir nochmal ein Häuschen hier oben hin. Wir sind ja ganz fleißige Häuslebauer. Und dann können wir auch mal hier unseren kleinen Bunker ausbauen, so ein bisschen. Und hier drüben können wir noch nicht wirklich viel machen. Was schieben sie denn? Wie ging das noch gleich? So, hier. Dann bekommt er von mir mal. So, jetzt habe ich ihn mal. Arbeit abgeschlossen. Habe ich dem Guten mal ein paar Euronen quasi überbracht. Arbeit abgeschlossen. Die sind hier schön am Hauen, das freut mich. Er hat gerade nichts zu tun, der baut dann nochmal direkt hier so einen Bunker alles hin. Klar. Ich weiß noch nicht, wie da Orks reinpassen sollen, so kleine Viecher. Aber mein Gott, man kann auch nicht alles haben. Wir haben wahrscheinlich gerade so eine gequälte Scheiße sprechen, glaube ich, ne? Aber wenn man sich immer die Uhrzeit anguckt, dann weiß man, dass so viel Lipton-Eistee und so viel Energy-Drinks für eine einzelne Person in einer Nacht nicht gut sein kann.
Den Selbstversuch habe ich ja jetzt gewagt. So, er ist schön am Bauen hier. Er ist gleich auffällig. Die anderen spielen nicht besser, als du redest. Sei beruhigt. Oh, das ist sehr schön. Das freut mich. Falls ich gehört habe, er sagte, die anderen spielen nicht besser, als ich rede. Von daher bin ich eigentlich zuversichtlich, dass das hier noch was werden könnte. Abgeschlossen. So, damit wir gleich direkt durchstarten können. Ja, kann ich, gibt's nicht. Ich kann nicht wohnen in der Ich-will-nicht-Straße. So, was haben wir hier? Mal Berserker werden hier. Gut, das läuft. Dann können wir uns jetzt gleich mal hier ein Katapult bauen und einen Patrouillenjäger. Das ist nämlich meine Aufgabe. Ich baue jetzt hier, um jetzt mal so ein bisschen unsere Taktik so, wie wir vorher besprochen haben, ich werde ganz viele Bodentruppen bauen. Ganz viele dämliche Orks, die nichts kaputt kriegt. Und hier werden dann, wie man hier schon sieht, jetzt gerade nicht. Hier werden halt fliegende Armeen gebaut. Sofern ich das richtig verstanden habe. Ich kann nur noch einmal betonen, dass ich ziemlich schlecht bin in dem Spiel. Haben wir schon. Bauen wir jetzt mal den Altar hier hin. Arbeit. So. Forschung abgeschlossen. Dann wollen wir mal das hier noch dazu tun. Den Quatsch. Wie viel habe ich denn noch hier drauf? Ein bisschen habe ich ja noch. Ja, läuft. Läuft schleppend. Ich kann an dieser Stelle mal einen kurzen Cut machen und dann wieder reinschalten, wenn irgendwas Interessantes passiert. Wir sehen uns dann gleich wieder. So, meine Lieben. Mal kurz hier zur Lage der Nation. Ich habe hier jetzt nach 1 Minute ein paar Einheiten schon gebaut. Es werden aber gerade noch neue nachproduziert. Gold sieht nicht mehr so pralle aus hier, aber läuft. Wenn wir jetzt einmal hier hinschauen, sehen wir, dass da schon was gebaut wurde. Und da bin ich schon ganz stolz drauf. Hier wurde gerade die nächste Goldmine eingenommen. Was ganz toll ist. Ja, und ansonsten ist noch nicht viel passiert. Ich werde weiter erforschen. Erforsche hier auch gerade die nächste Festung, ne? Also die nächste Stufe. Und werde dann jetzt gleich hier auch mal etwas reinschneiden. Wenn was passiert, bin ich wieder da. Bis gleich, euer Toffer. Ja. So, Leute, jetzt mal hier ganz kurz zur taktischen Lagerbesprechung. Wir haben uns jetzt hier, na, ihr seht's. Wir haben folgenden Weg jetzt geplant. Wir werden diesen Weg hier gehen. Also quasi von da. Ja, meine Goldmine gibt nicht mehr viel höher, höre ich gerade. Freut mich. Für die Horde. Freut mich schon so ein bisschen auch. Was ihr wolle. Oh. Was liegt da an? So, das sind die hier. Und alles, was jetzt noch kommt, wird hier gesammelt. Oh. Ja, ich habe das Maximum sowieso erreicht. Von daher, wenn die jetzt gleich noch zu meiner Shortcut 4. Mein Leben für die Horde. So. Wir machen so langsam so ein bisschen
Warte, ich kann hier jetzt nichts mehr bauen, wie wir sehen. Das ist ja ein cooler Effekt. Drück auf Entfernen. Macht schon Spaß, okay. Achso, ja. Ich hab ja gerade auch den Moritz neben mir. Vielleicht hört ihr auch so ein bisschen. Sag mal Hallo. Hallo. Er hat Hallo gesagt. Gut, wo haben wir denn jetzt hier unsere Meister? Dreieinhalb kleinen Mannequins. Was ihr wolle. Okay. Squeister, was ihr wolle. Da kann ich ja eigentlich. Ich stehe euch zu Diensten. Vor zu Griechenwahl. Die mal hier zusammenlegen noch so ein bisschen. Damit die nicht so einzeln hier so rumröppeln. Was liegt da an? Einmal und Meister. Zweimal. Die werden dann zu ja, meiner 9-3. Dann habe ich hier 1, 2, 3. Ich stehe euch zu Diensten. Was ihr wolle. Was liegt Meister? An? Gut, Unsere Goldmine ist eingestürzt. Oh. Gut, wir werden uns nochmal sammeln und dann werden wir gleich tralalala und so weiter und so weiter. Na, wisst ihr Bescheid. Bis gleich. Was ihr wollt. Gut, wir haben gerade geklärt an dieser Stelle, wie man seine eigenen Einheiten tötet. Und zwar lässt man sich einfach selbst gegeneinander kaputt hauen. Was ich persönlich sehr lustig finde. Wir müssen uns langsam bereithalten dann gleich. Damit hier fette Party abgehen kann. Ja, panische Blicke kommen mir von der Seite. Oh, er ist tot. Ist er tot? Sehr schön. Bis gleich. Okay, wir haben jetzt gerade hier unser letzten Zug gemacht. Wir haben hier gesichtet und werden jetzt mit allen unseren Einheiten vorrücken. Arbeiten abgeschlossen. Also gehen wir jetzt nach hier. Arbeit abgeschlossen. Und schau mal, wie weit wir kommen. So langsam aber sicher sehen wir, dass sich was tut im Lande. Wir verfolgen das jetzt mal etwas hier. Ich lasse jetzt mal weiterlaufen und cutte nicht so stark. Ja. Oh, der Gelbe hat keine Chance. Wir werden angegriffen. Komm hier direkt runter und dann ist es sofort da. Ich mach meinen Helden an. Ich wurde hier gerade irgendwo angegriffen, was aber irgendwie nicht so der Fall ist. Alter, was machst Meister? Du? Ja, Lord! Ich höre da vorne gerade, dass da vorne wohl irgendwo irgendwas gebasht wird. Domme wird angegriffen, merke ich. Erste Marsch. Scheiße. Das müssen wir mal anziehen. Das ist natürlich eine ganz neue Situation, mit der wir erstmal umgehen müssen. Ja, es ist eine Arbeit, die wir nicht machen müssen. Das finde ich sehr schön. Gerade. Ach, das ist sehr schön, das freut mich. Gut. Dann gehen wir mal weiter und schauen, wo wir so hinkommen.
Ich denke, wir werden jetzt erst hier recht, ne, oder direkt hier oben. Mal schauen, entweder hier oder hier werden wir jetzt einmarschieren. Einmarsch in vier Wänden. Meister. Ich stehe euch zu Diensten. Was ihr wollt. Okay, er ist auf Rot. Das ist dann hier der Bereich. Ja. Was liegt da an? Ich baue mal neue Truppen. So, der Countdown läuft. Und ab geht die Post. Ich höre und gehorche. Meister, ihr wollt. Dann wollen wir mal schauen, ob wir den guten Lorenz etwas leiser sprechen, damit er uns da hinten nicht hört. Dass wir da jetzt so ein bisschen einmarschieren. So, jetzt wird es hier mal so ein bisschen Feierabend, würde ich sagen. Boris, wenn du das siehst, tut mir leid, ich wollte dich nie angreifen. Eigentlich schon, tut mir ich find's gerade ganz lustig. Habt ihr das gerade gehört, dieses Alter? Lorenz, kannst du noch mal kurz das was lauter sagen, was du gerade sagtest? Dieses Alter! Das finde ich sehr schön, das finde ich sehr schön. Gut. Einfach hier alles mal niedermähen. Einheiten hatte hier anscheinend nicht stehen. Hä? Er ist gerade im Angriff. Ja, er ist gerade im Angriff, deswegen können wir jetzt schön hier backdoren, wie man das so schön sagt. Einfach mal alles niedermachen, weil dann. Also Nox lebt bei mir alles. Das finde ich sehr schön. Okay, anscheinend ist hier unten jetzt alles aufgeräumt. Hier ist hier unten dieser. Ja, die sind ja jetzt eh weg. Von daher hat sich das hier unten jetzt auch erledigt. Oh. Ist ja nichts mehr jetzt. Was habe ich hier noch stehen? Achso, das ist einer von ihnen. Oh, ich habe keine Verluste zu verbuchen. Ich muss einfach mal in die Runde klatschen. Göttlicher Angriff. So.